Herzlich willkommen, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Pressegespräch zur Woche der Meinungsfreiheit. Mein Name ist Thomas Koch. Ich bin der Pressesprecher des Börsenvereins und werde Sie heute durch dieses Pressegespräch führen. Ich begrüße alle Journalistinnen und Journalisten hier in der Zoom-Konferenz und ich begrüße auch alle, die bei YouTube zuschauen. Diese Pressekonferenz wird bei YouTube gestreamt live und ist auch im Nachhinein noch dort abrufbar. Ich freue mich, dass hier vier Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner bei mir sind und möchte Sie gerne herzlich begrüßen. Mit dabei ist Regula Fenske. Sie ist die Präsidentin des PEN-Zentrums Deutschland, das Partner der Woche der Meinungsfreiheit ist. Dann ist da Jagoda Marinic. Sie ist Journalistin und Leiterin des interkulturellen Zentrums Heidelberg. Freut mich auch sehr. Ich bin sehr froh, dass auch Peter Fischer bei uns ist. Er ist der Präsident von Eintracht Frankfurt. Und Alexander Skipis ist auch bei uns. Er ist Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Der Börsenverein hat die Woche der Meinungsfreiheit initiiert. Ein kurzer Hinweis, bevor wir starten. Wir machen jetzt erst eine Fragerunde, die ich moderiere mit den Podiumsteilnehmern. Und im Anschluss haben Sie, liebe Medienvertreter, auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Sie können die Fragen hier in den Chat stellen, wenn Sie bei Zoom sind, oder Sie können sich auch zu Wort melden. Das können Sie machen, indem Sie Ihre Hand heben oder indem Sie in den Chat auch schreiben, Wortmeldung. Wenn das dann ist, dann kann ich Sie gerne dran nehmen, Ihre Stummschaltung aufheben und dann müssten Sie bei sich im System noch Ihre Kamera und Ihren Ton anmachen. Sie können gerne ab sofort schon schreiben, Ihre Fragen. Ich würde sie dann gebündelt am Schluss den Podiumsteilnehmern stellen. Sagen oder schreiben Sie bitte auch immer dazu, wie Sie heißen und von welcher Redaktion Sie da sind. Wir werden auch um 12 Uhr eine Pressemitteilung versenden mit Statements der Podiumsteilnehmer und auch mit den gesammelten Informationen. Und Sie finden auch im Pressebereich des Börsenvereins eine Übersicht über alle Aktionen und Veranstaltungen, über die wir jetzt auch sprechen werden und auch Kampagnenmotive und Pressefotos. Ja, mehr als meine Meinung, das ist die Überschrift der Woche der Meinungsfreiheit. Und wenn man sich so aktuelle Debatten anguckt, keine Selbstverständlichkeit. Da wird oft nicht richtig zugehört, es wird eher gestritten. Schnell schlägt einem Hass und Hetze entgegen, wenn man seine Meinung sagt. Und hier in Deutschland sind wir noch auf der Insel der Glückseligen, weil in vielen anderen Ländern muss man Verfolgung oder sogar den Tod fürchten, wenn man frei seine Meinung äußert. Der Börsenverein hat deswegen die Woche der Meinungsfreiheit initiiert, um eine Woche lang für Meinungsfreiheit, für Demokratie, Vielfalt und Toleranz einzutreten. 30 Partner haben sich angeschlossen und werden in der nächsten Woche auf ganz unterschiedliche Weise Meinungsfreiheit zum Thema machen. Sie werden die Charta der Meinungsfreiheit unterzeichnen, veranstalten Lesungen, veröffentlichen Videoclips mit Statements, arbeiten mit Medien zusammen, stellen Anzeigenplätze und Werbeflächen zur Verfügung, empfehlen Bücher auf Social Media, starten Twitter-Storms und viele andere Aktionen. Der Mann, der das Ganze initiiert hat, mit dem Börsenverein und für die Buchbranche, ist Alexander Skipis. Herr Skipis, warum haben Sie die Initiative Woche der Meinungsfreiheit ins Leben gerufen? Was möchten Sie damit bewegen? Ja, vielen Dank und schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir machen das deshalb, weil wir Verantwortung in der Gesellschaft übernehmen wollen, Verantwortung für ein Menschenrecht der Meinungsfreiheit. Und das machen wir deshalb, weil es um die Meinungsfreiheit weltweit sehr, sehr schlecht bestellt ist. Menschen werden verfolgt, inhaftiert, verschleppt, ermordet, nur weil sie ihre Meinung gesagt haben. Da kann ich Länder nennen wie China, Russland, Saudi-Arabien, Türkei, Polen oder Ungarn. Das sind alles Länder, in denen das so stattfindet. Und leider könnte ich noch mindestens 20 weitere Länder nennen, in denen das gerade so passiert. Aber zum anderen haben wir auch ein Problem mit der Meinungsfreiheit innergesellschaftlich. Denn Hass, Drohung, Hetze schüchtern Menschen ein und Einschüchterung führt letztendlich zum Schweigen. Und das ist gerade in einer Demokratie tödlich, weil Schweigen nicht das ist, was das Bild der Demokratie ist. Wir brauchen Meinungsvielfalt, wir brauchen Meinungsbildungsprozesse, in denen dann wirklich das Volk, also eine Demokratie, tatsächlich herrscht und zur Geltung kommt.
Und wir haben gerade leider vor einigen Tagen dieses aktuelle Beispiel mit der Kampagne der Schauspieler Alles dicht machen, deren Inhalt ich jetzt nicht wirklich teile, aber ich finde es geradezu unfassbar, dass bereits ein Rundfunkrat des MDR verlangt hat, dass Jan-Josef Liefers quasi entlassen wird, also dass man nicht mehr mit ihm zusammenarbeitet. Das ist genau der Punkt, an dem wir im Moment in Deutschland stehen, und genau das und dagegen wehren wir uns, dass dieses Einschüchtern und diese Konsequenzen tragen müssen für das, dass man sie nur seine Meinung gesagt hat, eigentlich nicht so geht. Wir haben uns vom Börsenverein seit Jahren für die Meinungsfreiheit eingesetzt. Wir haben für verfolgte Autorinnen und Autoren, Verlegerinnen, Verleger und Buchhändlerinnen und Buchhändler uns eingesetzt. Wir haben eine Mahnwache gemacht in Istanbul vor dem Frauengefängnis, an dem Asli Erdogan inhaftiert war. Das waren alles wichtige Maßnahmen, aber in Einzelfällen. Und wir haben uns überlegt, was können wir eigentlich tun, um eine wirkliche gesellschaftliche Bewegung zu erzeugen und zu zeigen, dass die Gesellschaft, dass die Zivilgesellschaft hinter dieser Meinungsfreiheit steht und diese Standards der Meinungsfreiheit auch durchgesetzt haben will. Und so haben wir die Woche der Meinungsfreiheit ins Leben gerufen, das im Prinzip eine Dachkampagne ist, an der viele Partner teilnehmen und viele Partner sich mit engagieren dafür und für ihre Stakeholder jeweils Veranstaltungen machen und auf die Meinungsfreiheit und die Wichtigkeit der Meinungsfreiheit übergeben. Und das ist der Punkt, mit dem wir jetzt mit der Woche der Meinungsfreiheit starten wollen. Die Buchbranche selbst wird sich sehr intensiv daran beteiligen. In den Buchhandlungen wird es Veranstaltungen geben. Es gibt Plakate, es gibt Diskussionen. Verlage machen mit ihren Büchern, aber auch mit Kommunikation und ihren Autoren viele Veranstaltungen, um auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Und das ist uns besonders wichtig als Buchbranche, denn wir leben als Buchbranche ohnehin von der Meinungsfreiheit. Wenn es die Meinungsfreiheit nicht gibt, dann gibt es auch keine vernünftige Buchbranche. Und die Meinungsfreiheit ist in dieser Gesellschaft eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt für eine demokratische, vielfältige und tolerante Gesellschaft. Ohne diese Meinungsfreiheit gibt es das nicht. Und dafür müssen wir alle eintreten. Wir müssen uns engagieren und wir müssen Meinungsfreiheit nutzen, sonst verlieren wir sie. Inhaltliche Grundlage der Woche ist die Charta der Meinungsfreiheit. Sie hat inzwischen über 600 Unterzeichnerinnen und Unterzeichner. Eintracht Frankfurt hat sie unterzeichnet, Tom Buro von der ARD hat sie heute Morgen unterzeichnet, viele mehr. Was ist das Ziel dieser Charta? Es gibt es. Ja, die Charta ist sozusagen das inhaltliche Fundament unserer Kampagne. Die Charta ist sozusagen das Grundgesetz oder die Verfassung der Meinungsfreiheit. Und wir möchten erreichen, dass möglichst viele Menschen, aber auch Institutionen diese Charta unterzeichnen, um damit zu zeigen, dass diese Gesellschaft hinter diesen Forderungen, die in dieser Charta stehen, stehen. Und vor allen Dingen, je mehr Menschen aus dieser Zivilgesellschaft diese Charta unterzeichnen, umso stärker ist das Zeichen für Meinungsfreiheit und Freiheit in der Gesellschaft. Und auf der anderen Seite können sich dann Verfolgte darauf berufen, auf diesen Willen der Gesellschaft darauf berufen, wenn sie eben selbst drangsaliert werden oder verfolgt werden. Und diese Woche der Meinungsfreiheit, das ist jetzt die erste in diesem Jahr, die wir veranstalten, wird natürlich in den nächsten Jahren fortgesetzt. Wir möchten sie auch gerne auf Europa ausrollen, das heißt auch europäische Länder daran teilnehmen und auch international. Das ist der Weg, den wir mit dieser Charta der Meinungsfreiheit gehen wollen. Und ich glaube, dass wir damit ein sehr starkes Zeichen dafür setzen, was diese Zivilgesellschaft wirklich will. Und wenn ich mir vorstelle, dass jetzt gerade die Bundesregierung mit China verhandelt, und da geht es wieder um schöne wirtschaftliche Fragen, dann muss man sich andererseits schon fragen, ob wir nicht auch eine Überprüfung der Außen- und Wirtschaftspolitik brauchen, in dem Sinne, dass unsere Werte viel deutlicher vertreten werden, als wie es bisher passiert. Vielen Dank, Herr Skipis.
30 Partnerorganisationen unterstützen uns bei dieser Woche der Meinungsfreie und einer ist das PEN-Zentrum Deutschland. Der PEN setzt sich ja weltweit für verfolgte Schriftstellerinnen und Schriftsteller ein, sehr engagiert. Wir haben auch schon sehr oft zusammengearbeitet. Frau Fenske, wie ist denn die Lage für Schriftstellerinnen und Schriftsteller rund um den Globus derzeit, was die Meinungsfreiheit betrifft? Ja, wir machen uns natürlich Sorgen um viele Kolleginnen und Kollegen in vielen Ländern. Ich kann hier ja nur ein paar Schlaglichter werfen, möchte zunächst aber nochmal auch Herrn Skipis und dem Börsenverein sehr danken für diese Initiative. Wir haben ja schon einiges zusammen gemacht, ob wir mit Herrn Dündler im Kanzleramt waren oder für Hongkong und den chinesisch-schwedischen Verleger Gui Minhai demonstriert haben. Im Moment beschäftigt uns natürlich sehr die Situation in Myanmar. Wir haben uns große Sorgen gemacht, auch um die Präsidentin des PEN Myanmar, die mit mir zusammen im Board von PEN International arbeitet und ihre Kolleginnen und Kollegen. Die sind sehr engagiert und sehr mutig wirklich in ihrem Protest gegen das Militär. Belarus ist ein Land, das uns sehr beschäftigt hat in der letzten Zeit. Da kann man vielleicht einmal auf das Schicksal von Alexandre Fiadutu aufmerksam machen. Er ist Literaturwissenschaftler, einer der schärfsten Kritiker von Präsident Lukaschenka und ist jetzt in Moskau in Gewahrsam genommen worden unter absurden Vorwürfen. Er habe Lukaschenka und seinen Kindern nach dem Leben getrachtet. Das ist völlig aus der Luft gegriffen. Das ist oft das Problem, dass dann sozusagen Kritiker mundtot gemacht werden, indem falsche Anklagen konstruiert werden. Und da muss man natürlich auch sehr genau prüfen und sehr genau hingucken. Wir machen uns große Sorgen um ihn, weil es ihm auch gesundheitlich nicht gut geht. Was uns eben auch Sorgen macht, ist, wie nahe uns das alles gerückt ist. Herr Skipis hat eben Polen und Ungarn erwähnt. Wir haben an unserem Writers in Exile-Programm einen Stipendiaten aus der Ukraine gehabt, im Moment aus Syrien, Türkei, Eritrea. Also es ist ja direkt vor unserer Haustür, dass wir uns wirklich engagieren müssen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir dieses Bündnis auf breiter Ebene haben. Warum halten Sie denn auch, glauben Sie auch in Deutschland müssen wir an der Meinungsfreiheit arbeiten? Ja, das fordert uns immer wieder heraus. Das ist kein Endzustand, wie das Leben ja auch sozusagen sich immer in Bewegung befindet. Diese Charta deshalb auch sehr wichtig, weil sie viele unterschreiben können. Im internationalen PEN unterschreibt ja auch jedes Mitglied eine Charta. Wir stehen eben auf dem Standpunkt, dass die Meinungsfreiheit wichtig ist für die Höherentwicklung der Gesellschaft und der Demokratie und dass sie aber auch eben die Grenze hat, da wo Hass und Hetze berührt sind, Klassenrassen, Völkerhass, auch Hass aufgrund des Geschlechtes. Und das muss man immer wieder ausloten. Wo ist sozusagen die Grenze und was muss aber auch hingenommen werden, auch wenn man es vielleicht nicht in jedem Fall so geschmackvoll findet oder auch scharf kritisieren kann. Aber trotzdem hat es ein Recht, sozusagen als freie Kunstausübung oder Meinungsfreiheit zu existieren. Also nehmen wir etwa das Beispiel Stella Nyanzi aus Uganda, die wegen eines Schmähgedichtes auf den Präsidenten inhaftiert wurde. Das war dann auch noch die Anklage, weil in Uganda stark eben das Internet benutzt wird, Cyberkriminalität und das geht dann in ganz andere Richtungen, wo dann auch das Internet sozusagen ja mit betroffen und gesperrt wird. Da kann man sagen, das Gedicht, das war tatsächlich vielleicht ein bisschen obszön und geschmacklos, ob einem das gefällt. Darum geht es dann aber nicht. Es geht dann darum, dass sie dafür nicht ins Gefängnis kommen soll. Und wenn man jetzt sich diese Aktion dieser Schauspielerinnen und Schauspieler ansieht, keiner von denen hat riskiert, vom Staat verfolgt zu werden und ins Gefängnis zu kommen. Bei uns ist sozusagen die Bedrohung weniger von staatlichen Organen als mehr aus der Mitte der Gesellschaft heraus, dass dann solche Rufe laut werden, auf die Herr Skipis ja hingewiesen hat, und große Empörung und große Aufregung herrscht. Und da ist wirklich eine Bildung, eigentlich müsste das ein Schulfach sein, das als Schulfach unterrichtet würde in den Schulen schon, der Umgang mit Meinungsfreiheit und auch Aushalten von Kritik von anderen Meinungen. Das wissen wir ja alle, dass uns das selber auch nicht so gefällt, wenn wir kritisiert werden. Aber das gehört dazu. Ja, wenn man selber austeilt und andere kritisiert, muss man auch aushalten, dass die uns kritisieren. Dann muss man darüber versuchen, sich zu verständigen, gesellschaftlich. Genau, denn Meinungsfreiheit ist mehr als meine Meinung, so eben auch das Motto der Woche der Meinungsfreiheit. Ein Teil der vielen Dank, Frau Fenske. Ein Teil der Woche der Meinungsfreiheit ist auch eine
Kampagne mit Testimonials von Persönlichkeiten. Ich möchte an dieser Stelle einmal kurz Ihnen ein paar Motive vorstellen, die Sie in der kommenden Zeit auch in verschiedenen Publikationen finden werden, die Sie online finden werden und auch auf Werbeflächen, die wir durch sehr gute Kooperationen, unter anderem auch mit Ströer, ermöglichen bekommen konnten. Mit Peter Fischer sprechen wir gleich. Er sagt, ich setze mich für Rechte ein, besonders für das Recht auf Meinungsfreiheit. Wir haben verschiedene andere Testimonials. Michelle Friedmann äußert sich. Wir haben unsere Nationaltorhüterin, die auch eben Torhüterin von Eintracht Frankfurt ist, wo man auch nochmal sieht, Meinungsfreiheit ist ein Thema für alle Gesellschaftsgruppen. Wir haben auch eben Autorinnen und Autoren dabei, weil die Buchbranche eben ganz extrem auch von der Meinungsfreiheit abhängig ist. Diese Motive finden Sie auch im Pressebereich von der Woche der Meinungsfreiheit. Und wir werden jetzt auch in den nächsten Tagen über den Äther gehen in verschiedener Weise, um eben Aufmerksamkeit zu erzeugen und auf die Woche der Meinungsfreiheit hinzuweisen. Sie finden hier einige Partner der Woche und einige Unterstützerinnen und Unterstützer. Wolfgang Niedecken ist auch dabei. Und auch Frau Marinitsch, mit der wir gleich noch sprechen werden. Ja, Sie haben schon gesehen, eines der Testimonials ist auch Peter Fischer von Eintracht Frankfurt. Als wir die Woche geplant haben, war sehr schnell klar, auch für Eintracht Frankfurt, wir machen mit. Eintracht Frankfurt wird eine virtuelle Podiumsdiskussion machen und auf vielen Kanälen innerhalb der gesamten nächsten Woche auf die Meinungsfreiheit hinweisen und auch Statements von verschiedenen Sprecherinnen und Sprechern veröffentlichen. Axel Hellmann, der Vorstandssprecher, und Peter Fischer haben auch die Charta der Meinungsfreiheit unterzeichnet. Und Peter Fischer ist heute auch hier, worüber ich mich sehr freue. Er ist seit 21 Jahren Präsident von Eintracht Frankfurt und wurde auch für sein gesellschaftspolitisches Engagement zuletzt mit der Buber-Rosenzweig-Medaille für das Jahr 2022 geehrt. Eintracht Frankfurt ist schon eine Größe, bietet über 50 Sportarten an und hat 91.000 Mitglieder, die jetzt eben auch in der nächsten Woche sehr viel über das Thema Meinungsfreiheit erfahren werden. Herr Fischer, warum beteiligt sich ein Fußballclub an der Woche der Meinungsfreiheit? Warum ist das für den Fußball wichtig? Sie haben eben richtig gesagt, dass es in unserem Club nicht nur Fußball gibt, sondern gut informiert 51 Sportarten mit ungefähr 91.000 Mitgliedern. Sie sehen also auch, was für eine Vielfalt an Sport wir hier anbieten. Und da meine ich das vom Kinderturnen angefangen, von den ganz Kleinen, die Purzelbaum üben, bis zu unserem Seniorensport. Und dazwischen, klar, weil es medial sehr aufmerksamkeitsstark ist, gibt es eine Fußball-Profimannschaft, die dazu im Moment noch eine Menge Spaß macht. Das ist richtig. Aber ganz wichtig für uns als Eintracht in dieser Vielfalt, in der wir leben, 100 Nationalitäten bilden sich bei uns ab. Wir sind ein Gemisch aus nicht nur europäischen, sondern aus einer internationalen Mitgliedschaft. Also die Frage der großen Vielfalt und in unserer eigenen DNA unseres Vereines steht eben auch ganz deutlich, nicht nur gegen Rassismus zu sein oder sich ganz klar zu positionieren bei Antisemitismus, bei vielen anderen Dingen wie Homophobie, vor allen Dingen aber auch pro Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit auszuhalten auf der einen Seite ist ja durchaus eine schwierige Geschichte. Das lernt der Papa mit seinen zwei Söhnen auf dem Sofa, wenn es ums Fernsehprogramm am Samstagabend geht. Schon da merkt man, wie komplex Meinungsfreiheit sein kann. Vor allen Dingen, wenn man dann auch noch abstimmen muss und das dann öfters mal 2-1 gegen Papa ausgeht. Also von daher weiß ich, dass in den kleinsten Bereichen schon die Begrifflichkeit Meinungsfreiheit wirklich zu lernen ist. Was uns eben extrem bedrückt, und meine Vorredner haben das ja wunderbar aufgezählt. Ich meine,
wir müssen ja nicht weit gehen, ob das ein Pausenclown in Ungarn ist oder ob wir in die Türkei gehen, Miramar, viele Dinge sind aufgezählt von natürlich die Großen wie die Russen oder wie China, aber wir finden das in Afrika, aber auch in Südamerika. Wir finden so viele Länder mit Despoten und mit einer antidemokratischen Grundeinstellung eben der Regierungen, dass es ganz, 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 ganz schwierig ist. Also ist Meinungsfreiheit immer noch ein rares Gut, ein extrem rares Gut, wenn man sich auf der Welt umschaut. Die Problematik ist, und da merke ich auch selber in mir immer wieder das ambivalente Verhältnis, aus dieser Meinungsfreiheit heraus entstehen natürlich auch Exzesse, die ausgesprochen kompliziert sind. Also ich weiß, dass wenn du geimpft wirst, dass in einem Jahr stirbst und 8 Milliarden Leute so ausgerottet werden sollen, damit die Rentenversicherungen entlastet werden weltweit. Es gibt natürlich eine Menge von, und wir leben das in unserem Land ja hier mit dem sogenannten Querdenken und was es dort alles gibt, das ist furchterregend. Und furchterregend sind natürlich auch ganz viel Meinungs-, was unter Meinungsfreiheit fällt, was wir aus der extremen Rechten erleben. Da denke ich, dass hier Meinungsfreiheit nicht nur auszuhalten ist, sondern dass es eben auch Meinungen gibt, wo es darum geht, mit den eigenen Meinungen klare Kante zu zeigen, ganz deutlich zu sein und ganz deutlich leid zu sein. Demokratie ist die schwierigste Regierungsform, hat, glaube ich, Adenauer gesagt, habe ich kein Copyright drauf, aber er hat dann gemeint, er kennt keine bessere. Ich habe bisher auch keine bessere gefunden, zumindest also intellektuell keine bessere gefunden. Das heißt, das Thema, was wir heute haben, Meinungsfreiheit, ist kein Freifahrtschein, um Dinge wie in Hanau mit Terroranschlägen zu akzeptieren, weil dort verrückte Nazis im Netz schreiben und auf Dunkelhäutige oder nur Schwarzhaarige schon losgehen, wo Menschen intensiv und extrem bedroht werden, was zu schlimmen Exzessen führt, wie man Synagogen angreift oder auf jüdische Mitbürger in Berlin auf der Straße einfach nur angreift und schlimme Dinge im Netz eben liest. Wir müssen also sehr, sehr, sehr stark aufpassen, dass wir alle die Turbolader für Meinungsfreiheit sind. Das sind sicherlich auch die Kolleginnen und Kollegen, die an dieser Runde teilnehmen. Und das mit Recht. Wir sehen das, Sie haben das wunderbar zum Ausdruck auch gebracht, was literarisch passiert, wie viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller Dinge aushalten müssen. Und wenn es nur ein kleines Gedicht ist, aushalten müssen mit Bestrafungen. Aber auch in Deutschland, dass ein Rundfunkrat hingeht und will einen beliebten deutschen Schauspieler ausschließen, weil er sich an einer Kampagne beteiligt hat. Also wir merken, wie verrückt die Welt ist. Also mein Statement dazu, und da möchte ich, dass man das auch so differenziert sieht. Ich und dieser Verein, wir stehen für eine große Form von Meinungsfreiheit. Es ist unsere Grundlage für unser Miteinander, unser tägliches Miteinander. Es ist eine Grundlage, in der wir unsere Demokratie sehen. Wir stehen auf der anderen Seite aber auch ganz klare Kante gegen Menschen, die Hass mit Meinungsfreiheit in irgendeiner Form verwechseln. Die sagen, na, wenn ihr alles für Meinung seid, dann ist ja in Ordnung, wie was, Holocaust, was, welche Fliegenschüsse, was, warum darf ich nicht mehr Schwarz oder Nicker oder was weiß ich sagen. Das ist doch alles Meinungsfreiheit. Nein, das ist es eben nicht. Wir müssen mit dem Gut Meinungsfreiheit sehr sensibel und sehr vorsichtig umgehen. Und wir müssen Menschen, die daraus Hass und Menschenverachtendes und Diskriminierendes ableiten, da muss unsere Meinung viel, viel stärker sein, wie diese ganzen Idioten an diesen rechten Flügeln. Ja, lieber Herr Fischer, herzlichen Dank für Ihr engagiertes Statement dazu. Ich glaube, das können wir alle sehr dick unterstreichen. Und wir freuen uns nochmal, also ich als Frankfurter natürlich ganz besonders, dass die Eintracht da so dahinter steht. Ich übernehme jetzt kurz die Moderation, weil Thomas Koch aus seinem WLAN rausgeflogen ist und jetzt im Moment versucht, noch reinzukommen. Also sorry dafür. Und ich würde jetzt gerne zu Frau Marinitsch überleiten. Liebe Frau Marinitsch, als Kolumnistin von der SZ habe ich die Frage an Sie. Wie nehmen Sie das Debattenklima in Deutschland zurzeit wahr?
Stimmt da noch alles? Sie müssen sich noch entmuten. Ich kann mich da wirklich, hallo erstmal, schön, dass das heute stattfindet gemeinsam und dass wir auch Interessierte haben, die hören wollen. Also ich kann mich da echt allen Vorrednern anschließen. Wenn man regelmäßig Kolumnen schreibt, werden alle wissen, wie die Reaktionen sind. Und man kann in den letzten Jahren wirklich beobachten, wie genau dieser Ton zunimmt, den Peter Fischer gerade geschrieben hat, dass man irgendwie meint, ja, das wird man ja wohl noch sagen dürfen oder du musst raus aus dem Meinungsdiskurs. Ich habe das Gefühl, dass einfach durch diese vermehrte Empörungswellen in den sozialen Medien, von denen Silicon Valley einfach unglaublich kapitalisiert, dass die Diskussionskultur zunehmend eben in den öffentlichen Raum schwappt. Das heißt, das, was wir gelernt haben, Hashtag Empörung, Erregung, Wut, macht ja Mark Zuckerberg reich, aber die Demokratie nicht besser. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass wir in dieser Woche der Meinungsfreiheit wirklich nochmal auch in dieser Charta darüber reden, was ist eigentlich Meinungsfreiheit, so wie Peter Fischer das beschrieben hat. Ist Meinungsfreiheit jetzt so ein trojanisches Pferd, wo ich meinen ganzen Menschenhass reinpacke und dann die Demokratie von innen zersetze? Oder ist Meinungsfreiheit eigentlich der demokratische Diskurs auf der Basis von Spielregeln, die wir eigentlich hatten, nämlich dass Fakten zählen, dass Argumente überprüfbar sind, dass sie stehen gelassen werden, dass es nicht immer ein Entweder-Oder gibt, sondern dass ein Pluralismus steht. Aber das alles kann man alles nur durchführen, wenn man die Würde der Menschen achtet. Und daran, finde ich, hapert es im Moment schon. Das sieht man auch an den Kommentarspalten, das sieht man auch an Twitter, wie schnell der Hass da ist, wo man auch nicht mehr versteht was. Also ich glaube, auch gegen Frauen äußert sich da ein unglaublicher Hass. Aber was mich an der Kampagne eigentlich so überzeugt, ist diese Verknüpfung der, das Erste in der Charta ist einfach, Menschenrechte sind universell. Das heißt, am meisten brauchen uns im Moment die Menschen, die wirklich in Regimen reden und sprechen und für Menschenrechte kämpfen, die ihnen die Freiheit rauben. Das heißt, wir müssen über Assange sprechen, über Nawalny sprechen. Wir müssen, Sie haben eben China erwähnt, wir werden immer abhängiger wirtschaftlich von Regimen, die, sagen wir mal China und Corona. China hat am Anfang Menschen wirklich weggesperrt, die über Corona berichtet haben. Videoblogger, die Videos in die Welt schicken wollten über die Toten, um uns als Welt zu informieren darüber, was in China passiert. Das heißt, deren repressive Politik, deren Verhinderung von Journalismus hat eigentlich dazu geführt, dass die Welt nicht früh genug informiert worden ist über die Pandemie. Also es zeigt einfach, wie wichtig es ist, auch mit solchen Regimen über die Meinungsfreiheit zu sprechen, die ja auch zusammenhängt mit der Berufsausübung von Journalistinnen, von Künstlerinnen, aber auch von Menschenrechtsorganisationen. Also das ist mir besonders wichtig an der Kampagne. Und als Journalistin, oder ich bin ja eigentlich Autorin und daher Kolumnistin, ich schreibe ja nicht klassischen Journalismus, sondern Kolumnen als Schriftstellerin. Und da fällt mir einfach oft auch auf, dass so ein Ton entstanden ist, ja, ihr müsst ja neutral sein, wenn es um Menschenrechte geht und um Grundrechte wie die Meinungsfreiheit. Und da sage ich immer, ja, aber man ist nicht neutral gegenüber dem Grundgesetz, gegenüber dem verfassungsrechtlich verbrieften Grundrechten. Das heißt, gerade wenn man schreibend bemerkt, dass Grundrechte mit Füßen getreten werden, dann muss man da auch darauf hinweisen und hat eigentlich schon eine Haltung und eine Position, nämlich, dass hier Grundrechte verletzt worden sind. Also ich freue mich einfach, dass wir hier mit dieser Charta auch wirklich diesen Aspekt internationale Solidarität, die es braucht für auch Raif Badawi, dessen Frau ich einmal kennengelernt habe, wo man einfach merkt, was heißt das eigentlich, wenn eine ganze Familie das Leben ruiniert wird, weil dein Mann in einem Blog Dinge geschrieben hat, die das Regime so nicht öffentlich haben will. Also dass wir auch wirklich das Schicksal dieser Menschen wieder in die Öffentlichkeit bringen und klar machen, wer weiß, wo Denis Yücel heute wäre, wenn es nicht diese Kampagne gegeben hätte, wenn nicht alle gehupt hätten mit dem Auto, wie wichtig das ist, dass wir hier laut sind. Also die haben ja nicht umsonst gehupt für Denis Yücel. Also dieser Lärm ist wichtig, Meinungsfreiheit auch sich wirklich in Deutschland kritisch damit zu befassen, unseren Horizont wieder zu öffnen. Im Moment reden ja alle nur noch über Corona. Ich glaube, auch das ist wichtig, dass wir die Welt als solche nicht vergessen und was sich gerade da auch umstrukturiert, während wir im Moment hier sitzen und unsere Pandemie managen müssen.
Ja, deswegen finde ich die Aktionswoche gerade jetzt, wo so viele andere Themen auch Schwierigkeiten haben, Öffentlichkeit zu erhalten, besonders wichtig und freue mich sehr, da mitwirken zu dürfen. Vielen Dank. Ich bin auch wieder da. Ich bitte, meine Auswahl zu entschuldigen. Manchmal ist das WLAN spielt verrückt. Bevor ich Ihnen gleich noch eine Frage stelle, wollte Regula Fenske gerne noch etwas anmerken. Vielleicht, wenn es dazu ist, kurz. Ja, ich bin einfach Frau Marinitz dankbar, aber Sie haben jetzt eben selber schon darauf hingewiesen, im Zusammenhang mit Corona ist die Aufmerksamkeitsökonomie in den Medien natürlich so fokussiert auf dieses Thema und deshalb einfach nur die Bitte eben auch an die hier anwesenden Journalisten, wirklich auch die anderen Themen nicht zu vergessen. Und das hat aber Frau Marinitz eben schon sehr schön gesagt. Die Wortmeldung kam etwas schneller als kein Problem. Wir haben uns ergänzt. Frau Marinitsch, Sie unterstützen ja als Bild der Kampagne auch, aber Sie sind auch, werden auch selber tätig. Sie sind nämlich Gastgeberin eines neuen Podcasts des Hessischen Rundfunks, der sich Freiheit Deluxe nennt, der nächste Woche starten wird im Rahmen der Wochen der Meinungsfreiheit und bei dem der Börsenverein auch Partner ist. Worum geht's da? Ja, wir wollen tatsächlich mit 15 Menschen aus dem öffentlichen Leben, Politik, Kultur, Literatur natürlich vorwiegend auch über das Thema Freiheit im weitesten Sinn sprechen. 45 Minuten bis eine Stunde, wo wir alle 14 Tage eigentlich den Gast das Thema setzen lassen werden. Also er darf beginnen mit einem Aspekt der Freiheit, über den er im Moment sprechen, er oder sie sprechen möchte, gesellschaftlich. Und wir werden dann innerhalb von einer Stunde dieses Thema erkunden. Es werden Personen sein, die insgesamt über die letzten Jahre sich einen Verdienst erarbeitet haben. Also wir wollen anfangen jetzt auch mit Danger Dan und seinem Song über Meinungsfreiheit, was er eben auch mit einer Debatte über das, was in Deutschland gerade stattfindet, das, was Peter Fischer beschrieben hat, heißt Meinungsfreiheit nicht auch klare Kante zu zeigen. Und wie macht man das dann? Also solche Themen wollen wir ausloten. Die ersten 5 Gäste haben wir eigentlich schon so gut wie fest. Wichtig ist uns, wir wollen so von Buchmesse zu Buchmesse strecken. Also wir beginnen jetzt mit der Woche der Meinungsfreiheit, wollen auf die Leipziger Buchmesse und wollen dann die letzten Folgen zur Frankfurter Buchmesse haben, sodass wir alle 14 Tage einen Impuls geben, mit dem wir über Meinungsfreiheit, über Freiheiten auch an sich in einem sehr freien Format für die Öffentlich-Rechtlichen sprechen wollen. Also nicht mal 5 Minuten, sondern wirklich eine Vertiefung des Themas, die uns auch erlaubt, die Komplexitäten dieses großen Freiheitsthemas zu erörtern. Ja, wir freuen uns darauf, sind sehr gespannt. Vielen Dank. Ja, jetzt haben wir Sie informiert von unserer Seite und jetzt würden wir gerne Ihnen die Gelegenheit geben, liebe Journalistinnen und Journalisten, Fragen an die hier Anwesenden zu stellen. Schreiben Sie gerne Ihre Frage hier in den Chat oder schreiben Sie Wortmeldung, dann können Sie Ihre Frage auch persönlich stellen. Ich habe schon von 2 Fragen reinbekommen an Herrn Fischer vorab. Und zwar das Börsenblatt, das ist das Branchenmagazin der Buchbranche, hat 2 Fragen an Sie. Und zwar zum einen, welche Bedeutung hat der Fußball oder Sport generell für eine offene Gesellschaft? Und viele Fanprojekte beschäftigen sich ja mit Respekt und Toleranz. Ist der Fußball da mit all seinen Akteuren auf einem guten Weg? Was meinen Sie? Ist ein bisschen komplex, natürlich auch die Antwort. Normalerweise kommen wir natürlich auch in der Börsenzeitung nicht unbedingt vor. Von daher ist das natürlich auch mal ein ganz neuer Kanal. Freue mich aber, dass es da auch Journalisten gibt, die auch dort über ein Stück weit über den Zaun schauen. Also der Sport ist natürlich nicht grundsätzlich für alles zu strapazieren. Und der Sport macht auch eine Menge von Fehlern, und zwar eine Menge von verdammt vielen Fehlern. Da kann man damit anfangen, dass es eine Fußballweltmeisterschaft gibt in einem Land, wo es niemals eine Fußballweltmeisterschaft geben dürfte, wo man dann übrigens 10 Jahre nach der Vergabe festgestellt hat, dass es auch sehr warm ist im Sommer und man das vielleicht besser im Winter machen sollte. Also man sieht natürlich, wie dilettantenhaft man damit umgeht und quasi immer nur es um Geld geht. Es war eine reine Finanzentscheidung, dass sich die Verbände damit eben kapitalisieren. Deshalb merkt man, wie schwierig es im Sport ist.
Wir merken natürlich auch, dass der Sport, und wenn wir über Profifußball gesprochen haben, sich 48 Stunden über eine Super League versucht darzustellen. Eine Super League war nichts anderes, dass die großen abgewirtschafteten, maroden Vereinen mit einer Milliarde Schulden wie Madrid oder Barcelona, die mit Missmanagement, mit katastrophalem Missmanagement versuchen, an den Fans und an den Menschen vorbei letztendlich sich zu kapitalisieren. Also Sie merken, dass Sport ganz, ganz, ganz kompliziert ist. Man merkt das auch bei den Olympischen Spielen jetzt mit Tokio, dass man Athleten eben nicht impft. Ich kann das Corona-Thema, bin da ganz bei Ihnen, weil ich Sie jetzt im Bild sehe, nun auch medial kaum noch ertragen, weil es ja nur noch Corona gibt und es keinen Platz und keine Lücken gibt für andere Formen. Also bei Markus Lanz wohnen die, glaube ich, alle in einer Einliegerwohnung unten, kommen jeden Abend wieder rausgekrochen zu dem Thema. Gibt also schon ganz schlimme Dinge. Ich denke eben, dass Sport aber eins schaffen kann, über die Emotionalität und über den Begriff auch Idol und jemand, dem man nacheifert, jemand, den man als Sportlerin oder Sportler gut findet oder als Verein, dass man darüber eine Menge von Dingen transportieren kann. Also wir merken zum Beispiel eins in diesem Verein, und das kann ich sehr, sehr deutlich sagen, Sie haben ja schon gesagt, über 91.000 Mitglieder, ich merke, wie stark wir eben über diesen Sport eins geschafft haben, zu vermitteln und Menschen dafür nun ganz deutlich nicht nur zu begeistern, sondern sie zu informieren und sie stark zu machen in der Gruppe, dass bei uns eben Rassismus überhaupt keine Rolle spielt, dass wir ein offener Verein sind, eine offene und bunte Kurve sind, dass wir eine Willkommensgesellschaft darstellen. Ich glaube, da hat eben der Sport und auch die Testimonials, die Spieler oder eben auch die Athletinnen und Athleten eine große Rolle dafür gespielt, das zu transportieren. Es lassen sich Nachrichten und Inhalte immer besser transportieren über Frauen und Männer, zu denen man in irgendeiner Form eine Faszination hat oder eine Verbindung hat. Dass man eine Carol Schäfer, die eine Siebenkämpferin ist und die eine tolle, tolle Sportlerin und Athletin ist und die man verfolgt mit einer komplexen Sportart, wenn man die mag, und da gibt es viele, dass dann eben eine Carol, wenn die irgendwie was zu solchen Themen sagt und Menschen darauf hinweist, eher mitnimmt als irgendjemanden, den man dröge auf der Straße trifft. Also von daher kann Sport ein Turbolader sein, Nachrichten und Meinungen zu transportieren. Und ich habe ja angefangen mit der negativen Seite des Sportes. Also ich lasse mir auch keinen Sand in die Augen streuen. Ich weiß auch letztendlich, wie fatal Sport in manchen Dingen sein kann, wenn es um Summen geht, wenn es um Verträgen geht, wenn es um Milliarden geht, wenn es darum geht, dass es Verbänden scheißegal ist, wo sie sind und was sie machen. Hauptsache die Kasse stimmt. Da schließe ich mich an. Das ist dasselbe wie in unserer Wirtschaftspolitik. Wenn wir unseren Stahl und unsere Patentlösungen im Maschinenbau nach China verdrücken können, sind wir alle glücklich und froh und erhöhen von 3,0 auf 3,5 die Aussichten. Da muss ich sagen, das ist dasselbe im Sport. Sport ist unglaublich oft natürlich auch die absolute Hure. Die Hure, wo am Ende es nur noch um die Prostitution geht, wo bekomme ich mehr Geld her? Deshalb ist es da ein ambivalentes Verhältnis und ich stehe eben auf der Seite, Sport zu nutzen, eben für Meinung und für Meinungsfreiheit, aber auch für klare Kanten und für klare Ausgrenzungen. Und ich denke, dass ich mit dieser DNA, speziell in diesem Verein, sehr, sehr gut fahre und mich auch mit diesem Verein entwickeln will. Vielen Dank, Herr Fischer, für diese deutlichen und klaren Worte. Ich habe eine weitere Frage im Chat von Cornelia Geisler von der Berliner Zeitung. Die würde ich mal an Herrn Skipis richten. Wie genau ist die Verbreitung und Unterzeichnung der Charta gedacht? Sollen alle und jeder sie unterschreiben können, also Firmenbelegschaften, Schulklassen, Schauspielerinnen und Schauspieler, praktisch eine Unterschriftensammlung für ganz Deutschland? Ja, genau, das ist der Anfang. Es kann jede und jeder unterzeichnen, Privatpersonen, Institutionen, Unternehmen, und sich hinter diese Charta stellen. Das Wichtige dabei ist, dass wir mit
diesen Unterschriften dokumentieren, wie viele aus der Gesellschaft hinter diesen Forderungen stehen. Und das macht die Charta stark und stärkt letztendlich auch die Position der Verfolgten. Genau, die Charta kann unterzeichnet werden auf der Webseite des Börsenvereins, sondern der Woche der Meinungsfreiheit, www.der-meinungsfreiheit.de/Charta. Da gibt es schon über 600. Sie wird über alle Kanäle verbreitet und wächst stündlich sozusagen die Unterschriftenzahl auch an. Vielleicht noch ein Wort, Herr Koch, dazu. Das endet natürlich jetzt nicht mit dieser einen Woche, sondern das läuft das ganze Jahr über. Und vielleicht werden wir schon im nächsten Jahr diese Woche der Meinungsfreiheit auch innerhalb Europas machen können, sodass dann eben auch die Unterschriftenbasis sich weiter verbreitet. Dankeschön. Frau Dupré hat sich zu Wort gemeldet. Ja, hören Sie mich? Ja, perfekt. Okay, gut. Ja, dann funktioniert das ja doch, genau. Ja, ich habe Sie vorher übersehen, es tut mir leid. Das ist nicht schlimm. Ich hatte nur gesehen, der Chat ist deaktiviert, deswegen. Und zwar stellt sich mir eine Frage, gerade wenn die Woche der Meinungsfreiheit eben auch die Lage in Deutschland in den Blick nimmt. Ich bin da ganz bei Ihnen mit Blick auf alles Dichtmachen und diese Forderung des WDR-Rundfunkrats, dass das eben auch etwas sehr Problematisches ist. Trotzdem frage ich mich, muss man dann, wenn man eben auch die Lage und die Debatten in Deutschland thematisiert, nicht auch in den Blick nehmen, dass es gerade ein zentrales Narrativ der neuen Rechten ist, so zu tun, als gäbe es in Deutschland eben wirklich eine Meinungsdiktatur und es gäbe überhaupt keine Meinungsfreiheit? Muss man sich da nicht auch irgendwie quasi das klar eben halt differenzieren? Ich sehe Nicken. Frau Marinitsch, wollen Sie darauf antworten? Frau Dupré ist von der Allgemeinen Zeitung Mainz hier, wenn ich es richtig sehe. Ja, also ich nicke, weil das echt einer der Gründe war, warum ich diese Charta so gut finde und warum ich es auch wichtig finde, dass wir in Deutschland nochmal, so wie Sie sagen, wirklich diesen Meinungsfreiheitsbegriff mal breiter diskutieren, weil im Moment kommt das tatsächlich immer von rechts und die Rechten tun so, als lebten wir plötzlich in einer Meinungsdiktatur und so weiter. Und darum finde ich es wichtig, und das wollen wir auch mit dem Podcast stützen, wirklich mal differenziert über Meinungsfreiheit zu reden. Und Herr Fischer hat es ja ganz klar gesagt, Hass und Hetze ist nicht Meinungsfreiheit. Also, und trotzdem kann es sein, dass Dinge vom Grundgesetz gedeckt sind. Natürlich, wenn man erinnert, als Alexander Gauland über Aydan Özus sagte, sie solle in ihr nach Anatolien abgeschoben werden, dann war das von der Meinungsfreiheit gedeckt. Ne? Es ist ein komplexes Thema. Aber umso wichtiger finde ich es, daran zu erinnern, dass es hier die Meinungsfreiheit gibt, dass auch jene die Freiheit haben, eine klare Gegenrede zu halten, so wie Herr Fischer gesagt hat, klare Kante zu zeigen, dass es auch unser Teil unserer gelebten Meinungsfreiheit ist, zu sagen, Moment, wir wollen deinen Hass und deinen Hetze nicht als Mainstream-Diskurs im öffentlichen Raum. Und umgekehrt, glaube ich, ist es auch wichtig, eine Bildungskampagne und das, was in den sozialen Medien passiert ist, auch eine gewisse Aufklärungsarbeit, dass die sozialen Medien kein rechtsfreier Raum sind, dass Hass im Netz auch geahndet wird, dass du einem Menschen nicht Gewalt androhen darfst, dass du Frauen nicht vergewaltigen darfst, auf Wünsche, Vergewaltigungswünsche an den Hals schreiben darfst auf Twitter, ohne darauf mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen zu müssen. Also gerade das finde ich an dieser Charta so wichtig, dass sie an erster Stelle wirklich diejenigen setzt, die international einfach verfolgt werden oder im Exil leben müssen oder ihre Freiheit opfern mussten. Aber umgekehrt sagt, wir haben hier im Moment auch ein Problem mit der Meinungsfreiheit. Denn bei allem, was man jetzt kritisiert, auch an alles dicht machen, dass wir überhaupt so eine Tonart im Diskurs haben, dass sich ein Rundfunkrat jetzt bemüßigt, da arbeitsrechtliche Konsequenzen zu ziehen für eine Meinungsäußerung, das ist eine Diskursstruktur, gegen die sollte man früh angehen. Also es kann ja nicht sein, dass wir bei allem, was wir ab jetzt überlegen, nachdenken müssen darüber, ob das dazu führt, dass man plötzlich über sogenannte Berufsverbote nachdenkt oder so. Also ich glaube, da muss man schon sehr früh Zeichen setzen. Das macht der PEN ja auch regelmäßig, international wie auch in Deutschland. Und ich finde deswegen diese Aktion so wichtig, weil sie wird das Gespräch über Meinungsfreiheit vervielfältigen. Also die Rechten verlieren ein Stück weit auch die Deutungshoheit zu behaupten, die Meinungsfreiheit wäre eingeschränkt, nur weil sie Widerrede kriegen, wenn es Hass und Hetze von Rechten gibt.
Herr Skipis, Sie wollten, glaube ich, noch anschließen und vielleicht können Sie in Ihre Antwort mit die Frage aufnehmen von Cornelia Geißler nochmal. Was machen wir denn oder was machen Sie denn, wenn zum Beispiel Alexander Gauland die Charta der Meinungsfreiheit unterzeichnet? Ja, also ich wollte jetzt erstmal ergänzen, worauf es jetzt ankommt, und das ist ja auch unser Anliegen, gerade mit der Charta der Meinungsfreiheit eine Debattenkultur zu entwickeln in Deutschland, aber auch darüber hinaus. Und Debattenkultur heißt, Meinungen zu ertragen, auch solange sie eben rechtlich vertretbar sind, aber auf der anderen Seite natürlich dann auch von seiner Meinungsfreiheit Gebrauch zu machen und dem, wenn man dagegen ist, auch dagegen antritt. Wenn wir schweigen und anderen den Raum überlassen, dann bedeutet das letztendlich auch ein Verlust an Meinungsfreiheit, weil unsere Stimmen nicht mehr zu Worte kommen. Das wollte ich gerne dazu sagen. Und was passiert, wenn Herr Gauland die Charta unterschreibt? Dagegen können wir uns nicht wehren, dass er sie unterschreibt. Aber ich glaube, jeder weiß, was bedeutet, wenn so jemand die Charta unterschreibt, dass er hinter dieser Charta nicht wirklich steht. Danke. Ich habe noch eine Frage an Peter Fischer, und zwar von Florian Stendebach von Radio Frankfurt. Er schreibt, Herr Fischer, im Fußball und Sport gibt es immer mehr politische Äußerungen von Sportlerinnen und Sportlern. Viele halten sich aber noch sehr stark zurück. Müssen sich Sportlerinnen und Sportler und auch Vereine noch stärker politisch äußern und positionieren, als sie es aktuell noch tun, eben zum Beispiel zu wichtigen Angelegenheiten wie der WM in Katar? Also die Begrifflichkeit müssen sich äußern, ist sicherlich erstmal falsch zu verstehen. Ich kann nicht wirklich von jedem Sportler oder von jeder Sportlerin nun verlangen, dass sie sich permanent politisch äußert. Ich denke auch, damit überfordert man den Sport wieder mal an sich. Ich denke aber, dass wir immer mehr Sportlerinnen und Sportler haben, die eben letztendlich auch Zivilcourage beweisen außerhalb dieses Sportes, die sich selbst als Mensch auch dort definieren mit ihrer Meinung und auch heute letztendlich die Kommunikationskanäle, die der Sport das ein oder andere Mal bietet, nutzen, um wieder mal in vielen Bereichen klare Kante zu zeigen. Ich denke, dass so viel Symbolik, die wir haben, so mit Fairplay und mit Vielfalt, dass wir mit so vielen Postern aufpassen müssen und Bannern, die wir irgendwo hinhalten. Ich denke, das ist am Ende zu wenig, sondern wir müssen, wenn wir eben auch uns für bestimmte Aktionen letztendlich auch hergeben und stehen, dann müssen wir das auch beweisen in unserem Leben. Wir müssen es beweisen in unserem Sport. Und da sehe ich eben den großen Widerspruch und da sehe ich eben die große Kluft. Natürlich wird die deutsche Nationalmannschaft antreten, obwohl sie sich für Menschenrechte eingesetzt hat und das, glaube ich, ganz plakativ gemacht hat bei dem letzten Länderspiel. Ich denke auch, dass die Mannschaft ganz deutlich dahinter steht. Man merkt das auch mit der einen oder anderen Äußerung, wenn ich so an Toni Kroos zum Beispiel denke, der das also auch in Spanien, dort wo er spielt, auch sehr deutlich gemacht hat. Es nutzt eben nichts. Auf der anderen Seite, und das ist ja die Ambivalenz, da wird auf der einen Seite der Sport ein Stück weit auch benutzt über eine Symbolik, und das sind symbolische Handlungen, aber auf der anderen Seite letztendlich, und da ist die Ambivalenz, eben auch antritt und wieder dann eben dabei ist. Wir hätten vor 20 Jahren uns dagegen, als das vergeben worden ist, die WM, wenn wir beim Thema sind, da hätten wir klare Kante zeigen müssen. Da hätten die Verbände sagen müssen, seid ihr bekloppt? Wir gehen nicht nach Katar. Wenn das gewesen wäre, wenn die großen Fußballnationen, und damit meine ich in Brasilien angefangen, die europäischen, wenn ich nur an die großen Fußballnationen denke, wenn da 10 Stück gesagt hätten, ihr könnt mal die WM ohne uns spielen, also das nur noch mit Liechtenstein, ich meine das jetzt wirklich ein bisschen witzig, und mit San Marino und mit Luxemburg dann WMs gespielt würden, dann wäre das sicherlich auch von der Vermarktung und von den Verbänden nicht möglich gewesen, sich dort einzucachen. Aber das ist eben 20 Jahre zu spät. Und deshalb ist es schade. Aber bitte nochmal, die Sportlerinnen und Sportler, das merke ich, ich mache das hier 20 Jahre in einem Verein, emanzipieren sich viel, viel stärker. Ich merke, dass auch gerade die junge Generation viel, viel aufgeklärter ist.
und viel, viel mehr interessiert ist außerhalb ihres Sports, was in dieser Welt passiert. Ich habe zum Beispiel ein tolles Beispiel. Ein Fußballspieler ist zu uns im Verein gekommen, der öffentlich gemacht hat, Younes heißt er, der öffentlich gemacht hat, warum ich in diesen Verein gehe. Ich habe 3 der 4 Angebote von anderen Vereinen, weil ich mich wohlfühle in den Werten, die dieser Verein heißt und wo diese einzig positioniert. Dort fühle ich mich als Mensch wohl. Und genauso, weil ich mich dort wohlfühle, unterschreibe ich einen Vertrag, auch wenn ich ein paar Euro weniger verdiene. Also ich denke, das zum Beispiel ist ein ganz großes Zeichen, was ich erlebt habe. Das ist ein sehr populäres Zeichen sicherlich. Aber ich erlebe das auch in ganz vielen kleinen Bereichen. Und deshalb bin ich da froh drum. Und die Entwicklung, man kann nicht alles auf den Sport abladen, aber die Entwicklung, und darauf bin ich ein Stück weit stolz, und zwar nicht nur bei meinen Athletinnen und Athleten, sondern dass der Sport anfängt, sich zu emanzipieren und versteht, dass Meinungsfreiheit und Menschenrechte übrigens, das sind Dinge, das ist ja das ein oder andere Mal hier nun auch deutlich angesprochen worden, quasi ein Nabelschnurverhältnis haben miteinander, die beiden Begriffe, sondern dass wir uns da weiterentwickeln und Sport must be political, kommt nicht von mir, kommt von irgendeinem englischen Politiker aus den 50er Jahren mal heraus. Ja, Sport muss eben auch politisch sein und dazu gehört eben die Meinungsfreiheit und die ganz deutlich darzustellen. Vielen Dank, Herr Fischer. Frau Marinic, Sie möchten gerne noch ergänzen. Sie müssen Sie Ihre Stummschaltung bitte noch rausnehmen. Ja, ich brauche nur eine Sekunde, bis ich den Knopf finde. So, da bin ich. Ja, ich musste, Herr Fischer, ich musste lachen, weil ich bin eigentlich nur Nationalspielguckerin. Und wie politisch Fußball ist, das habe ich aber bemerkt, als ich damals als Kroatien erstmals, also meine Eltern kommen aus Kroatien, gegen Deutschland gewonnen haben, habe ich, glaube ich, 4 Sommerurlaube in Kroatien, egal wo ich reinging, ins Museum, in die Eisdiele, wenn ich Deutsch sprach, haben alle so gemacht. So, 3-0, wir haben 3-0 gegen euch gewonnen. Ja, also wie das Fußball sozusagen da ist und wie trotzdem freundschaftlich man Kampf führen kann, das finde ich auch so toll an der Aktion vom Börsenverein, dass sie es schaffen, Fußball, Kultur, Publizistik, Wissenschaft, alles sozusagen zusammenzubringen. Da möchte ich auch nochmal einen kurzen Hinweis machen. Unter Massiv Kultur gibt es so tolle Statistiken. In die Fußballstadien gehen jedes Jahr 19 Millionen Deutsche, Fußball live zu erleben. Aber auch in die Museen gehen 114 Millionen Deutsche. Also es ist genau diese Mischung, die wir jetzt brauchen. Und ich glaube, wir haben es auch alle. Man kann nicht unpolitisch sein in der heutigen Zeit. Ich glaube, die Zeiten, wo man sich mal so 20 Jahre zurückziehen konnte in seinen Biedermeier, läuft schon alles gut, ist vorbei. Allein die Klimakrise zwingt uns alle dazu. Selbst der Autokauf ist heute politisch. Die Essensentscheidung ist heute politisch. Also wir kommen nicht umhin, unsere Meinungen auszutauschen. Und kein gesellschaftlicher Bereich wird es im Moment mehr schaffen können, angesichts der Krisen zu sagen, wir mischen uns da jetzt nicht ein. Und umso wichtiger ist es, dass wir dafür gute, kluge Formen haben. Und auch das ist so toll an der Charta, dass sie sagt, wir müssen über diese Sparten hinweg eine Diskurskultur entwickeln und Formate finden, die uns zeigen, wie wir eigentlich mit antagonistischen Positionen so umgehen, dass wir uns trotzdem als Teil eines großen Ganzen fühlen. Und deswegen finde ich auch sozusagen die klare Kante gegen Hass und Hetze, aber bitte den fairen Diskurs, in den wir leidenschaftlich streiten, den können wir, den wollen wir und den werden wir auch austragen, aber in einem verbundenen Sinn. Und das mit allen diesen Bereichen zu tun, finde ich einfach großartig. Und nicht nur im Sport, aber auch mit dem Sport, aber auch mit der Kultur. Und ich meine, der Sport findet zu einem gewissen Teil im Moment im Fernsehen statt, aber wir dürfen nicht vergessen, wie viele Vereine lokal gerade zu haben, wie viele Leute, die Sportunternehmen gegründet haben, ihre Angebote nicht machen können seit über einem Jahr. Also da sind auch Existenzen, die gerade scheitern, kleine Fußballschulen. Ich finde es einfach wichtig, dass wir mit diesem Format irgendwie auch versuchen, in diese ganzen Räume reinzukommen. Und wir haben auch über Corona geredet. Da sind viele, die so schlecht informiert sind, also zu dieser Meinungsfreiheit eben auch gehört, Fake News bloßzustellen, dagegen anzukämpfen, dass die Menschen sich ihr Weltbild aus Lügen spinnen müssen. Wenn jetzt Putin sozusagen einen eigenen Fernsehkanal in Deutschland plant, wir haben eigentlich die Trennung von Staat und Medien versucht, wie kann man jetzt Staatsfernsehen hier bei uns installieren? Was wird das für die Öffentlichkeit und für Informationen bedeuten?
Da sollten wir, denke ich, Räume schaffen, die das diskutieren. Und ich finde diese Woche der Meinungsfreiheit einfach einen ganz wichtigen Impuls über wirklich verschiedene gesellschaftliche Bereiche hinaus. Im Moment, wo uns halt die Kulturzentren fehlen, ja, die Millionen Menschen, die sich allabendlich trafen und miteinander geredet haben und auch wenn sie anderer Meinung war, vielleicht die gleiche Musik liebten, die gleichen Fußballspieler liebten, die gleichen Dinge liebten, das fehlt uns gerade. Und ich glaube, das ist der Impuls, der von dieser Woche ausgehen kann, zu sagen, kommt wieder zusammen und versucht, die demokratischen Werte am Leben zu halten, trotz all der trennenden Dinge, die diese Pandemie mit sich bringt. Vielen Dank. Ich habe jetzt noch eine Frage, das wird dann die letzte sein, von Cornelia Geisler. Die schreibt, ich finde es ein bisschen schwierig, diese zwei sehr verschiedenen Themenkomplexe zusammenzubringen. Also auf der einen Seite die Bedrohung der Meinungsfreiheit, zum Beispiel in Belarus oder China, und auf der anderen diese aufgehetzte Debattenkultur hierzulande, bei der die Argumente zu vermeintlich harmlosen Themen wie gendergerechter Sprache unangenehm heftig sind. Wie will die Kampagne das unter ein Dach bringen? Herr Skippes, wollen Sie dazu was sagen? Ja, das ist eine Frage, über die wir lange diskutiert haben im Vorfeld und des Entwerfens dieser Woche der Meinungsfreiheit. Wir haben uns aber gesagt, beide Aspekte sind sozusagen verschiedene Seiten einer Medaille und wir können nicht eines zugunsten des anderen unterlassen. Denn die großen Ungerechtigkeiten, die weltweit passieren, mit Verfolgung, mit Verschleppung, mit Ermordung von Menschen, die nur ihre Meinung sagen. Oder wie vorhin zitiert worden ist, Raif Badawi in Saudi-Arabien sitzt seit über, ich glaube, 6 Jahren drin, weil dieser Blogger einfach nur mal irgendetwas über Freiheit in seinem Blog geschrieben hat. Das ist unvorstellbar, was da passiert. Und vor diesem Unrecht können wir die Augen nicht zumachen. Und wir können es auch nicht zulassen, dass Europa und auch unsere Bundesregierung in diesen Fragen viel zu sanft auftritt. Wir sind eine der erfolgreichsten und wichtigsten Wirtschafts- und Kulturnationen dieser Welt. Also wer, wenn nicht wir, sind in der Lage, da auch entsprechend Druck zu machen. Und ich hoffe, aber ich weiß, dass es nicht passieren wird, dass heute in den Gesprächen mit China genau das Gleiche wieder passieren wird. Man wird irgendwo hinter vorgehaltener Hand etwas über Menschenrechte gesagt haben, aber freut sich jetzt darüber, dass die entsprechenden Geschäfte gemacht worden sind. Also das ist etwas, da können wir nicht wegschauen und deswegen müssen wir uns dafür genauso wie über die andere Seite der Medaille diskutieren, nämlich diese, sag ich mal, schleichende Reduzierung der Meinungsfreiheit in unserem Land. Das ist das Gift, was unsere Gesellschaft zu zersetzen beginnt. Wenn ein Jan-Josef Liefers plötzlich gesagt bekommt von einem Rundfunkrat und ehemaligen Minister mit den Worten, also dann sollte man mal die Zusammenarbeit mit ihm so schnell wie möglich beenden, nur weil er seine Meinung gesagt hat. Das ist unbegreiflich. Also das ist wirklich ein Punkt, der macht mich völlig fassungslos. Und ich denke, deshalb müssen wir beide Teile versuchen zu verbinden. Und ich glaube, es kann auch gelingen. Das hat auch dieses Gespräch jetzt gezeigt, wie sehr wir diese unterschiedlichen Punkte im Kopf haben und gegeneinander sozusagen wägen. Und ich glaube, das funktioniert ganz gut, wenn wir das so auch machen. Darf ich da kurz ergänzen? Es ist ja gerade vor kurzem der Bericht von Reporter ohne Grenzen veröffentlicht worden, der Jahresbericht. Und Deutschland ist abgestiegen in der Werteskala der Meinungsfreiheit, was insbesondere zusammenhängt mit den Übergriffen bei Demonstrationen rechter, rechtsextremer Querdenkerbewegung auf Journalisten. Herr Fischer hat zu Recht gesagt, die Meinungsfreiheit ist verbunden mit dem Recht auf Information und mit Pressefreiheit. Das hängt alles eng zusammen. Und deshalb finde ich auch, das gar nicht so getrennt, wie Sie es jetzt eben dargestellt haben, sondern es sind zwei Seiten einer Medaille, wie Herr Skippes sagte. Also das ist ja bei uns auch bedroht, wenn die Journalisten nicht mehr ihrer Arbeit nachgehen können, weil sie fürchten müssen, angegriffen zu werden. Dann sind wir doch, müssen wir doch uns darüber Gedanken machen, was hier so lange los ist. Vielen Dank. Ja, Sie sehen schon, also Meinungsfreiheit hat sehr viele Aspekte und mit genau diesen Aspekten wird sich die Woche der Meinungsfreiheit ab nächstem Montag sehr intensiv beschäftigen. Ich möchte Sie auf die Eröffnungsveranstaltung hinweisen, die am 3.5. um 19 Uhr auf unserem YouTube-Kanal gestreamt wird. Mit dabei werden
Katja Riemann sein, die Schauspielerin Markus Nbeko von Amnesty International, Herr Skipis und Esra Kütschik von der Allianz Kulturstiftung. Und ja, so geht es eigentlich auch weiter. Nur so ein paar Hinweise. Am 5. Mai macht die Frankfurter Buchmesse zusammen mit der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung eine Diskussion über Cancel Culture. Am 9. Mai sendet H2 Kultur eine Sendung zur Bücherverbrennung. Am gleichen Tag wird es auch eine Gesprächsrunde mit dem EU-Parlamentarier Reinhard Bütikofer geben, wo es genau eben auch um dieses Thema Europa-China geht, von der Federation of European Publishers. Die Buchbranche macht Videoaktionen wie die Verlagsgruppe Penguin Random House zum Beispiel mit ihren Autorinnen und Autoren. Es gibt Buchempfehlungen auf Social Media. Amnesty macht einen Twitter-Storm für die Freilassung von Journalistinnen und Journalisten. Und am nächsten, noch ein kleiner Hinweis, am nächsten Dienstag, 4.5.11 Uhr, gibt es auch einen Fototermin am Hausplatz mit wieder, wo sehen wir nochmal Peter Fischer, Alexander Skipis und unsere Kooperationspartner von Ströer. Und Frau Fenske-Reef wirft gerade noch ein, 5.5.19 Uhr, Penn und Friedrich-Naumann-Stiftung zum Thema Türkei. Ja, ich danke Ihnen, dass Sie dabei waren, dass Sie so viele Fragen gestellt haben. Ich danke aber auch vor allem nochmal dem Podium, Frau Fenske, Frau Marinitsch, Herr Fischer und Herr Skipis, dass Sie dabei waren. Ja, und wünsche uns jetzt eine sehr spannende Woche der Meinungsfreiheit für Toleranz, für Demokratie, für Vielfalt und bin sehr gespannt auf viele Debatten und ja, auch neue Einsichten, denn es gilt mehr als meine Meinung. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Dankeschön, tschüss allerseits.